You tried to knife attack me? No one creeps on the J-Dog, my niggas. Kaufst du die? Sowas von. Okay. Blaue Geräuschmarkierung, okay. Okay, das sind noch Typen. Beziehungsweise wahrscheinlich die Eltern. You're a real pro, Mrs. DeSanta. A real pro. You're a great student. Now just loosen up those hips. Okay, like this? Yeah, loosen them up. Alter, was hier los ist? Kann man das Garagentor noch öffnen? Nee. Ich soll's doch ein bisschen ganz lassen, das Auto. Wie soll ich denn das? Ah, okay, geht automatisch auf, okay. Ich dachte jetzt schon, ich muss da durchfahren. So, wir sollen es ein bisschen schonen, ne? Machen wir. Aber wenn es ein Arschloch ist. Hey Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. If you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Direkt wieder verkaufen, dass es keiner findet. Sag gut. That's a 9mm semi-automatic pushed against your skull. Okay. You just keep driving where you're going. Hey, come on, man. This was a repo job. Guy was behind on his fucking note. Unlikely, considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? Mach das mal. A car dealer, dawg, by the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yatarian, we'll work this out. Simon, du hast ein Problem. Is that the place? Yeah, this the place, man. Whoa. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck it. Geil. Oh, ich dachte, das ist es da, aber da drüben ist es. Das ist unser zweiter Charakter. Nice. Franklin, what the fuck are you doing? Mr. Samuel, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker. Simeon Yaterian doesn't back down from anybody. You think you could take okay, so kann ich treten. Okay, und so schlag ich. Hat doch gut funktioniert. Does it look like it's worth 5 grand a month to you? You fucking racist. I'll tell you something. Schönes Ding. I need some serious body work for it's worth 5 grand a month. He agreed to financing. I have his signature. Yeah, did he agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Don't make me have to come back here. Das ist das Auto aus der ersten Mission, ne? Der Sohn ist der kleine Trottel. Verstanden. Komplikationen. Da kommst du nicht dran. Nickerchen im Grün. Ja, keine Ahnung, was... Wenn ihr mir sagen würdet, was ihr von mir wollt, könnte ich vielleicht da die Mission ein bisschen besser... dingsen.
Es ist möglich, zwischen Franklin und Michael zu wechseln. Okay, wir haben also Michael hier. Habe ich mir schon fast gedacht. Michael klaut sich einen Smart. Also einen Mini. Ist eigentlich ein Mini. Benny Izzy steht da. Ist ein Mini. So, schnell mal speichern. Neuer Spielstand. Auf diesem Lied liegt garantiert Copyright, deswegen müssen wir schnell mal den Channel wechseln. Somebody stop that man. Get back here now. You should have listened. Kann ich den plündern irgendwie? Okay. Ich habe ihn halt direkt umgelegt, ne? Ist vielleicht ein bisschen dramatisch gewesen. Hi. I think this is yours. You're my hero. I can't pick him up. Hobbys und Zeitvertreib sind verfügbar. Ammunition, Strip Club, Kino, Darts, Rummelplatz, Golf, Tennis. Das schreit doch noch eine Michael-Mission. Warte, ich speichere erstmal. Nochmal über den Amanda. Michael, hast du diesen Platz gekauft und benutzt ihn nie? Ich habe Schlägerhaltung und Ballkontrolle echt verbessert. Trainer nimmt mich sehr hart ran. Ja, ist mir egal. Dr. Fortschritt. Wegen, es werden Ergebnisse folgen. Hallo Michael, es war schön, Sie gestern zu sehen. Ich möchte betonen, wie wichtig Sie stehen. Behandlung kurz vor der Durchbruch. Sie sind dafür in dem Prozess. Ja, genau. Wir stehen kurz vor dem Durchbruch. Ich bezweifle das ganz stark, dass hier jemand vom Durchbruch steht. Er hat seinen Helm aufgesetzt. Das ist nicht gut. Das ist ein geiler Helm. Wie gesagt, schreit noch mal Michael-Mission. Funktioniert zum Teil, also okay, das Handy können wir mittlerweile wieder wegstecken. Ich mache mal eine direkte Michael-Mission, ehe ich die ganzen Fragezeichen angehe. Denn ich möchte mehr über diesen Charakter rausfinden, weil der geil ist. Der gefällt mir besser als Franklin, auf jeden Fall. Michael hat was Neues. Es ist selten, dass man einen Charakter spielt, der schon alles erreicht hat. Wie gesagt, es ist selten, dass man Charakter spielt, der schon alles erreicht hat und dann von diesem Standpunkt aus durchdreht. Ja, ist mir bekannt. Fährt ein Audi. Schön. Aber eine Crossmaschine kann halt schon auch schwer begeistern. Ach, guck, das siehst du bei dem blauen Radar da unten. Ach, jetzt verstehe ich ja, was heißt. Man macht Lautstärke, weil man beim Schleichen ja keine Laute macht. Das sieht man dann, wie weit die Geräusche tönen. Teppich zum Beispiel fast überhaupt nicht. Und dann über diesen Scheißdreck hier. Ziemlich laut. Interessant. Okay, zur Haustür raus. Was ist das denn jetzt? Warum wird denn da... Achso. Yeah.
Eine liebenswerte Familie. Gefällt mir. Copyright! Komm schon, gebt mir eine Chance, nicht alles rausschneiden zu müssen, so eine Scheiße, Alter. Mike Tyson. What do you want? Man, I come by for that drink you offered, that's all. I wasn't really serious about that. What? You're here, whatever. Sit. You ain't gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Ach, das ist Franklin. Jetzt erkenne ich ihn erst. There's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look, I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. That makes me the right age. You look like a good kid, but if you want my advice, give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love, hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you're gonna rip people off and get paid for it. It's called capitalism. Hmm. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Nothing. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. Yeah, as much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that? I tell you what. Least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. All right, man. I'm following you. Okay. Können wir jetzt wechseln? Genau, nehmen wir die Karre von der Kleinen. Jimmy ruft an. Who the fuck's Jimmy? I'm going for a drink. Ach, Dad? Shit! I'm in our boat going down the Western Highway! It's been stolen! What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money. And they don't want to buy it, they just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane! All right, I'm coming for my boat. All righty then. Change of plans. My darling boy is in trouble. Hey, kann ich das jetzt so wechseln? Okay, er ist nicht aktiviert. Das heißt, ich kann nicht in den Reihen wechseln oder was? Okay, wir laufen jetzt einfach mal. Wir haben eine Yacht wieder zu holen und nehmen Amandas Karre. Erkennt's jemand? Ich erkenn's nicht. Nissan? Lesson number one. Don't sieht noch ein Nissan Schnauzer aus. Und Sex sieht da ein bisschen wie Nissan aus, naja. Yo! I don't think no parenting issues would arise over who had boat privileges and who don't. Shit, motherfuckers would be lucky to sit in a bathtub. Amanda fährt ein ganz schön geiles Auto. Was überhaupt Amanda? Keine Ahnung. Die Tochter von dem fährt ein ganz schön geiles Auto. Also was heißt ein geiles Auto ist, hat ausreichendes Vorverhalten für so eine Mission. Schön, wie die Texturen alle nachladen müssen. Das ist GTA 5, geil. 360 Version. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die auf die PC-Fassung warten. Geil. BZW, PlayStation 4, Xbox One Fassung. Hoffentlich geht das Spiel dann zu übertragen. Kann ich dann nur sagen. Fuck. Ja, ich weiß, komm durch den Zaun.
Pistole. Franklin, du musst springen, ne? Ist klar. Oh, also kenne ich wieder. Hier ist der Strand. Die erste Stelle, die ich so richtig Déjà-vu-mäßig wiedererkenne. Ohne es vorher gewollt zu haben. Ja, spring dich ran. Komm schon. Mach ich. Ja, bring die Ruhe rein. Das kriegen wir schon hin. Ja, von hier wird's nix, echt. Hätte ich jetzt gar nicht gleich gedacht. Ja, komm schon. Das wird jetzt was. Halte B, um die Kinokamera umzuschalten. Das ist mir zu blöde. Ich will wissen, was Phase ist. Ich hab grad Löcher in mein Boot geschossen, ob das so klug war. Scheiße, da fällt gleich raus. Ah, fuck, das war nicht gut. Ach, verdammt. Die fahren hier ganz gemütlichen Urlaub und da bringt seine Pakete weg. Und wir müssen hier ballern. Jimmy! No! Kid, watch out for the boom! Fuck! Hold on! Dad, Jesus, help! Verdammter Jimmy, ey. The fuck is wrong with you, kid? Dad! Don't dad me, you little shit! You better hope she's still seaworthy! Die Karre quallen schon. Das könnte noch problematisch werden hier. So, Franklin, wie ist denn der Plan? Hey, get me off the damn thing! Hey, get right up the back of that thing! Right behind you, homie, come on! Hey, Jesus! Remind me not to come to you for parenting advice. Scheiße, der zieht weg, ey. Jetzt sagen wir, unser Boot ist draufgegangen. Alright, time to get the boat back. Ooh, now that doesn't sound good. Hey, that's the engine, man. We ain't chasing shit in this thing. Come on, stay with me. Stay with me. Ah, my fucking boat. Hey, it's just a thing. At least you still got a son. Schnauze, du Trottel. Shop back there, dog. You drive us there, we can get the ride fixed.